Okay, dann. Aquiums. Hä, übst du für die Prüfung demnächst? Quatsch, ich tanze. Aquiums wird getragen. Und Pyriums. Jawohl. Yeah. Pyriums. Das wird richtig krass. Yes. Es ist so cool. Es ist so. Jetzt können wir durch die Barriere des Captains zur nächsten Route gehen. Ach so. Moment. Die Der Barriere des. Prüfungshelferin zeigen, ne? Ja. Ich gratuliere dir zum erfolgreichen Aufstieg. Lass mich dein Team für dich fit machen. Aber meint er nicht die? Ach nee, da hinten. Da auf. Hä? Ach so, nee, hä? Hä? Gehen wir mal dahin? Wo sind wir dann? Nee. Oder muss ich Okay, dann vor wieder allem mal runter? links. Schnupper mal da oben ab mit Bisback. Ach so, ja, gut. Und wenn ich sonst nichts zu tun habe. Ja, eben. Das Mr. war. PS4 Pro. Na, mal schauen. Ich Nö. rieche was, was du nicht riechst, und das ist giftiger Verbrannt. Schwefel. Ja, und dann guck noch, geh noch mal links lang, weil da hast du ja unten das Item übersprungen, im wahrsten Sinne des Ja, Wortes. genau. Einfach durchreiten. Ah, ich würde hier gerne auch überall ein bisschen schnuppern. Pflege. Warum? Und dies? Nee, auch nicht. Okay. Wollen wir den mal mitnehmen? Ach. Wohin? Keine Ah! Ahnung, zum Essen. Sexuell. Dann zeige ich Elite-Kadaver. dir mal das Elite-Kadaver eines echten Ass-Trainers. Naja, also der macht ordentliche Übungen. Jeden Tag Bauch, Beine, Po und vor allem Po. Ass-Trainer Phil Po, setzt po, Kadaver. po. Apropos. Apropos Popo. Ist doch ein YouTuber. Apropos Red. Der mit seinen geilen Prank-Videos und so. Oh Gott. It's just a prank, Ich kenne ihn auch Bro. nur von Haider Hated. Ja, so einer. Oh Und nein. dann auch noch so ein dummer Hauptschüler mit so einer Lache wie. Ich muss dir sowas von Haider Hated ans Herz legen. Da dröselt er diese Pseudo-Fake-YouTube-Streitigkeiten für Fame auf und so. Und beleidigt die dann auf reinstem Bayerisch, das ist schön. Oh Gott. Ja, Unlicht ist sehr effektiv, kannst nichts falsch machen. Ja, eben, deswegen. Ich hätte ja noch gerne Unlichtiums irgendwann. Wenn ich schon so viele Unlichtattacken hier habe. Nur nicht bei meinem Patrick. Hulk Hogan, Angeberei, nö. Ah, mir wird schwarz vor Augen. Also Das setz ist ich auch meine wieder die. Faust. Oh, was ist da? Und vor allem nicht vor seinem Gesicht, hahaha. Da, Tiri. Rechts runter, da war. Ich Ist da. glaube, das haben wir ja noch nicht. Das nehme ich mit. Probieren wir mal eine Konfusion. Hattest du eigentlich auch schon deine Konfusion? Oder bist du nicht gläubig? Ja, ich bin eigentlich von mir aus Atheist, aber ich wurde ja nicht gefragt, was ich sagen Ja, will, deshalb natürlich. wurde ich tatsächlich Deswegen hattest du eine Konfusion. konfusioniert. Ja, ich fühle mich immer noch ziemlich konfus danach. Ja. So. Ach, wie will ich denn jetzt eine Runde rumkriegen? Nochmal Gena einsetzen? Das ist Willst du es schlecht. fangen? Ja. Bam. Und dann müsste ich mal langsam wieder umsteigen auf mein Kätzchen. Auf Mark natürlich. Ach so, ich dachte, Hulk Hogan. Nee, den meinte ich ja auch. Ist nur schön, dass ich zwei Kätzchen im Team habe. Dann gibt's einen Pussykrieg. Ha!
Datiri wurde gefangen. Schön, schön. Du, aber weil heute die Verbindung so schäbig ist, dann müssen wir das nächste Mal dran denken, ganz unverschämt Werbung für Trends zu machen. Ja. Wieso? Ausgerechnet, weil die Verbindung so schäbig ist. Egal. Oh mein Gott, was ist dein Bild eingeblendet? Was ist. Oh, nee, warte, das war meine Maus. Oh, meine wäre das dann schon seit Stunden. Nein, nicht ganz. Okay, ist das aufgeregt? Da. Kannst du das lesen? Sieht man das? Ja, jetzt. Ist es aufgeregt, steigt seine Körpertemperatur auf das Doppelte an und seine Hormone spielen verrückt. Es also rammelt alles und jeden. Okay, und dann weiß ich ja. Vogel am Bein. Dann weiß ich ja. Dann weiß ich ja, wie ich es nenne. Nice. Der testosterongesteuerte Vögel. Was? Die Eingabe ist nicht zulässig. Was? Dann nenn es Testosteron. Oder so. Mann, ey. Ramili wäre doch was gewesen. Oh Mann, jetzt ist Ramli. Ab in die Box. Aber trotzdem, Ramla geht nicht, aber Ramli. Ist ja auch so anders. So, dann ist da hinten noch oder einer. Oder wellenwillig. Wellenwillig? Willensittig. Oh nee. Wellenwillig. Ach, guck mal! Ein Wanderer namens Oscar. Das ist nicht Gareth. Gareth, Gareth ist der einzige Schwache. Ja, genau. Gareth ist richtig geil drauf. Ach du Schande, ich hoffe mal, mein Was Pokémon ist anders? Nicht... Das Herrscher-Pokémon. Z-Kraft, wie wär's damit mal? Super Wassertornado. Klingt doch schön. Die Welle, kennst du den Film? Ja, mit dem. Da machen die auch so einen Gruß. So ähnlich. So ähnlich. Oh. Torpedo. Boah. Alter. Gepwnt. Alter, Leute, dann macht doch euren fucking Handywecker aus da hinten. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Es ist besiegt. Patrick erlernt Kopfnuss. Luftkopf. Oh, was nehme ich denn gegen einen Kampf-Pokémon? Ach, Patrick! Wenn es schnell genug ist. Das wird schwierig. Ich hab's mir denken können. Und Geowurf ist zu stark. Oh, Alter! Boom! Das sah ja mal aus. Bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch. Ja, dann können wir mal gucken, was Pyrium macht. Ja. Macht wahrscheinlich Püree aus. Okay. Ach so, geht nicht. Hatten wir ja schon. In diesem Kampf. Ach shit. Ist ja, stimmt, wenn das eine Pokémon eine Z-Attacke macht, ist das andere natürlich viel zu erschöpft dafür, macht Sinn. Naja, der Trainer, das ist ja das. Da, die Wünsche und Gedanken werden ja mit dem Trainer verbunden. Was, ich bin so schwach, ich kann nicht zweimal 3 Sekunden Tanzmoves innerhalb von 5 Minuten machen. Manche Berge. Also, wenn ich spiele, wird das Sinn machen, denn ich möchte mich einfach nicht so viel bewegen. Manche Berge sind einfach zu groß für einen. Für ein was? Manche Berge kann man einfach nicht besteigen. Und damit meine ich nicht Berge. Oh, nein! Das bleibt ein Mauzi. Entschuldigung, das ist ein Prinzip, als Nobilikat wäre es einfach hässlich. Ich werde irgendwann ein anderes Mauzi zu diesem Snobili-Cut machen, aber nicht dieses. Aber nicht Marc. Marc soll schön bleiben. Ja.
Molle. Oh, nice. Ach, guck mal, wäre kommt tatsächlich auch ein Kandidat. Ja. Vor allem, es sind nur noch 3 Level bis Z-Kraft, naja. Nee. Machen wir einfach erstmal. Was ist ein Z-Kraft-Unlicht? Oder hat's nee, normal? Ist kein Unlicht, ja genau. Machen wir erstmal Mogelhieb. So. Ah, scheiße. Mogelhieb! Ja, es könnte. Ich versuch's einfach mal mit einem Ball. Ansonsten habe ich leider nichts sonst mit, womit ich es einschläfern könnte, höchstens noch womit ich es schwächen könnte. Machen wir die Taktik von Nayuta Satmadi. Move on and let go. Staatsanwalt. Staatsanwalt. Ah. Jawohl. Ja. Malung. Und wie nennen wir es? Klingt wie Yoshi. Marung. Warte mal, was war das große Viech? Wie hieß das? Das Herrscherding? Amphira. Amphira. Weiß ich nicht, gibt's irgendwo einen 4-Meter-Strafraum im Handball oder so? Dass man sagt, oh, nee. Die Verteidigung steht am Vierer. Nee, ich kenne nur Abseits. du musst lesen, bei mir ist zu verpixelt. Okay. Lebt in Vulkanen und trockenen Felsgebieten mit einem süßlich duftenden Giftgas. Lockt das Käfer-Pokémon an, um sie anzugreifen. Okay, dann würde ich mal Spitzname... Heißt das zufällig Methan? Ich lock meine Partner immer mit Methan an. So, es ist ein Amphiramin. Jetzt. Wow. Ich dachte ein Amphiermittel. Amphiermittel. Leider jetzt nicht mehr. Ach, fast ja. Ein Anführmittel. War rechts nicht noch was oder hast du das Achso, schon nö, geguckt? Da. Ich hab's nicht gesehen. Achso, nee, ich glaube, da war nichts. Da war so ein kleiner, schmaler Weg, an dessen Ende was lag. Ach nee, da war doch ein Trainer, den wir. Möchte ich meinen. Also ja, ich sehe halt nur ein Frame alle 10 Minuten. Achso, okay. Gut, hier haben wir. Feuerheiler! Hey! Nice! Feuerheiler! Und wo soll man da jetzt das Ding zeigen? Keine Ahnung, wo du dein Ding zeigen möchtest, aber ich versuch's mal da unten. Im Internet. Aber nicht auf YouTube, die haben da was dagegen. Das hatten wir ja schon mal. Aber auf Twitch ist man sehr willkommen, aber natürlich nur unter der Hand. Ah. So, was ist das denn eigentlich? Ich hab's ja doppelt so gut, ne? Ich hab Brust unten Glied. Was ist mit dir? Ich ja bei Twitch steinreich werden. Ich denke, die wird gemeint sein. Oha, du hast ein Pyriums. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen von Chiaves Prüfung. Na, dann wollen wir mal. Ja, los. Mach frei. Den Weg. So, bitteschön, jetzt kannst du hier durch. Oh, Mano. Schattendschungel, ist ja nice. Da war's wieder weg. Aber keine Sorge. Hörst du mich denn? Ich höre dich gerade nämlich nicht. Oh, und das hat auch einen Grund. Na gut, vielleicht ruft er nochmal an. Also erstmal, zur Prüfungsstelle von Captain Maho gelangst du über Route 8. Okay, also sollen wir erstmal zur Route 8. Gehe ich davon aus. Dann steige ich mal auf. Was ist denn das? Was bist du denn? Das ist schon mal Route 8. Der Meerblick raubt einem den Atem. Oh, er ruft an. Ich konnte es nicht annehmen, es war zu großzügig. Ah. So. Schwieriges Wortspiel. Ja. Ich hab's aber gerade noch verstanden. Ja, der Meerblick raubt einem den Atem. Keine Ahnung, vielleicht ist da keine Luft, da ist nur Wasser. Achso, wenn man das Meer von innen sieht, raubt es einem tatsächlich den Atem.
Wie bitte? Du willst gegen mich, einen Trainer auf seinem Zenit, kämpfen? Das lässt sich arrangieren, aber nur, wenn du erst alle anderen Trainer auf Route 8 besiegst. Ja, ja. Inselwanderschaftsschild. Och Mann! Durch die Entwicklung wird ein Pokémon zwar stärker, aber gleichzeitig ändert sich auch der Level, den es erreichen muss, um neue Attacken zu lernen. Das ist richtig. Wenn du die Stärken der Schwächen deiner Partner kennst, wird deine Inselwanderschaft umso leichter. Ich würde dann mal wohl sagen, wenn es jetzt gerade so eine schönen Schwierigkeiten gibt, dass ich hier erstmal ein Päuschen mache. Und dann werden wir sehen, entweder geht's weiter oder es geht nicht weiter. Also dann, ich speichere aber sicherheitshalber noch. So. Bitte System nicht ausschalten, ist nicht ausgeschalten, geht los, stopp.